Hallo zu meinem Lesemonat. Ja, diesen Monat ist wirklich viel zusammengekommen. Ich bin total begeistert. Warum ich so begeistert bin, werdet ihr auch gleich erfahren. Denn, wo habe ich jetzt meine Statistik? Hier habe ich sie. Ich habe viel gelesen. Zusammen mit Ma sehr viel gelesen. Also sie hat mir sehr viel vorgelesen. Ohne sie hätte ich wahrscheinlich um Längen nicht so viel geschafft. Aber diesen Monat, den Monat Juni, haben wir auch gar nicht groß irgendwelche Filme gesehen. Also ich glaube, da kommen wir auf eine Handvoll Filme. Und allgemein war es auch so ein Monat, wo ich abends einfach nur noch entspannen wollte. Und deswegen, ja, hatte ich mein persönliches Hörbuch dabei. Sie hat mir wieder wunderbar vorgelesen. Deswegen, die meisten Bücher kennt ihr schon aus ihrem Lesemonat. Trotzdem will ich euch sie alle nochmal präsentieren. Das sind 11 Bücher geworden. Das sind 2995 Seiten gewesen. Und damit habe ich es auch wirklich geschafft, 99,8 Seiten pro Tag zu lesen. Mein Ziel war es ja, 100 Seiten pro Tag zu lesen und mein Lesetempo auch ein bisschen hochzuziehen, weil ich bewundere ja mal, wie schnell sie so ein Buch lesen kann, und mein Sub ist so hoch und ich will sie alle lesen. Ich würde sie am liebsten alle schon gelesen haben. Ich habe sie mir nicht umsonst gekauft, diese Bücher, aber ich komme nicht dazu und das ist ein bisschen frustrierend, deswegen hätte ich gerne ein höheres Lesepensum. Mit 100 Seiten pro Tag bin ich aber mega zufrieden. Und es war aber auch ein super Lesemonat, das muss ich euch sagen. Es gab keine Leseflaute, ich habe gern gelesen, ich habe mir gerne vorlesen lassen. Aber okay, jetzt starten wir mit den Schätzchen. Ich gehe jetzt auf die Bücher, zu denen es keine Rezensionen geben wird, ein bisschen mehr ein. Und die, die eine Rezension bekommen, die handle ich mal ganz schnell ab. So, Tina Fey, Bossy Pants, haben Männer Humor, wird es so eine Rezension geben. Tina Fey ist eine Schauspielerin, eine Autorin für eine Sketchshow, Saturday Night Live in den USA. Sie war auch die erste weibliche Chefautorin und sie ist einfach sehr humorvoll. Ich musste scheinbar bei diesem Buch teilweise lachen. Es gab aber auch ein paar Passagen, die mich weniger interessiert haben, aber die für Leute, die jetzt sagen, sie wollen Schauspieler zum Beispiel werden, sehr interessant sein könnten. So beschreibt sie oder gibt sie auch Tipps zum Thema Improvisationstheater und so weiter. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann bald noch eine extra Rezension bzw. einen Buchtipp und daher nichts weiter zu diesem Buch. So, dann kommen wir zu den Penderwicks von Jean Birdsell. Das war ein Tipp von Bibo Kimi und wir sind begeistert gewesen. Auch das habe ich mit Mar zusammengelesen, aber auch hierzu wird es noch eine Rezension geben. Es sei nur so viel gesagt, es geht um 4 Geschwister und einen Hund und sie verbringen die Sommerferien auf einem Anwesen und sie haben wirklich so richtig eine richtig magische Kindheit. Also nicht mit Hokuspokus, sondern einfach so eine Kindheit, wie ich sie noch teilweise hatte, fernab von Computer, PC, Handys und so weiter. Man hat sich Zeit füreinander genommen, man hat auch einfach mal draußen gespielt und die Welt war einfach magisch, weil man Kind war. Und das kam so wunderbar rüber. Es ist ein richtig, richtig tolles Sommerferienbuch. Aber auch dazu wird es noch einen extra Buchtipp geben. Also, wer sich dafür interessiert, da kommt bald noch was. So, dann haben wir jetzt auch wieder zusammengelesen, Helena und die Ratten in den Schatten. Hierzu gibt es schon eine Rezension, also werde ich mal klar jetzt die Klappe halten und einfach mal sagen, unten in der Infobox erfahrt ihr mehr. Ich fand es jedenfalls super ich fand es nicht so ganz so toll wie Gespensterfenster, aber ich war trotzdem begeistert, vor allen Dingen von den Illustrationen, aber auch das werdet ihr, ach, sie sind einfach zu schön, aber auch das findet ihr alles unten in der Infobox, denn Ma hat das Buch schon besprochen. Ja, dann habe ich gelesen, und dazu wird es jetzt mal keine Rezension geben, von Katrin Jäger, Inselmelodie. Das ist ein Gomera-Roman. Ihr findet auch unten einen Link. Katrin Jäger war ja hier. Wir haben mit ihr ein kleines Interview gemacht und sie hat auch aus diesem Buch vorgelesen. Jetzt konnte ich es endlich selbst lesen, aber es hat mich nicht so hundertprozentig überzeugen können. Es ist für mich ein 4-Sterne-Buch geworden, weil einfach, es hätte ein paar Seiten mehr bedurft. Es hetzt ein bisschen durch die Story und das fand ich total schade, weil eigentlich
wäre ich länger auf der Insel gerne gewesen, hätte auch diese Entwicklung ein bisschen langsamer stattgefunden, hätte ich sie realistisch gefunden oder realistischer. Und daher, ja, noch so 100 Seiten mehr und das Buch wäre sicherlich 5 Sterne wert gewesen. So konnte es mich aber nicht ganz so überzeugen. Es hat auch einen sehr, sehr eigenwilligen, ganz eigenen Schreibstil. Also guckt euch das mal genauer an. Es ist sicherlich nicht für jedermann gedacht, aber ich glaube, wenn man auch nicht viel liest, dann wird man hier dran seinen Spaß haben, weil hier gibt es keinerlei Längen, es ist nichts Überflüssiges hingeschrieben worden. Jeder Satz hat seine Berechtigung und es fetzt wirklich durch die Story. Und ja, also auch für wenig Leser sicherlich ein sehr, sehr interessantes Buch. Guckt es euch genauer an. Ja, dann haben wir gelesen Vilja und die Räuber von Siri Kolu. Und auch das ist mein absoluter Sommerferientipp. Wenn ihr zwischen 10 und 12 Jahre alt seid oder wenn ihr das Kind in euch einfach noch nicht verloren habt, dieses Buch ist einfach nur toll. Es handelt von Vilja und einer Räuberfamilie. Es spielt oben in Finnland. Und ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist mein absoluter Sommerferientipp zusammen mit den Pandawigs. Aber beides ist eher für Mädchen geschrieben. Ja, unten gibt es schon den Buchtipp dazu, also seht ihn euch an. Ich habe dieses Buch sehr, sehr gern gelesen und es war ein absolut, ja, schönes Lesevergnügen. So, und viele von euch wissen es ja, ich habe ja so einen kleinen Biografien, Erfahrungsberichte, Reiseberichte, Tick. Und das hier ist eine super Mischung davon. Denn es ist das Buch Tapas zum Abendbrot, wie man eine internationale Beziehung überlebt. Ja, ich interessiere mich sehr für internationale Paare und ja, deswegen kam mir dieses Buch nur gerade recht. Hier habe ich wieder ein paar Tricks und Tipps mehr erfahren und ich bin total begeistert von diesem Buch. Es ist ein wunderbares Sachbuch, geschrieben von Nicole Basel und Marieke Frick, aber auch dazu werde ich noch eine extra spezielle Buchtipp machen, obwohl wahrscheinlich das jetzt nicht alle von euch anspricht, aber dieses Buch hat mir so gut gefallen, dass es das auf jeden Fall wert ist. Ich habe so viel erfahren und es hat einfach auch Spaß gemacht zu lesen, weil es einfach total jugendlich, flott, gut geschrieben ist. Und ja, wer in einer internationalen Beziehung ist oder in einer bald sein wird oder überhaupt davon träumt, jemanden aus dem Ausland zu daten, der sollte auf jeden Fall sich dieses Buch schon mal näher ansehen. Es ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Das lasse ich jetzt auch hier liegen. So, dann haben wir gelesen von Jay Asher und Carolyn Mackler, Wir beide irgendwann. Ja, und Wir beide irgendwann konnte mich überzeugen. Aber ich sage es gleich, ich glaube nicht, dass es was für Jugendliche ist. Ich denke, man muss schon ein bisschen älter sein, so dass man auch zurückblicken kann. Und ich glaube, dann nicht wirklich versteht, aber ich denke, dann hat das Ganze noch ein ganz anderes Ausmaß. Dieses Buch hätte ich sicherlich als Jugendliche langweilig gefunden, aber jetzt in meinem Alter konnte es mich überzeugen und ist daher ein 5-Sterne-Buch. Es hat mich sehr zum Denken angeregt, aber dazu wird es noch eine Besprechung geben. Also halte ich jetzt mal den Bubble und sage einfach, guckt es euch an. Es geht ein bisschen, es geht um Facebook, es geht um Zukunft, wie Entscheidungen unsere Zukunft verändern können. Solche Sachen. So, dann noch ein Buch, was mich wirklich begeistern konnte, wo ich es total schade finde, dass hinten der Klappentext überhaupt nicht passt, ist Irgendwas geht immer von Dawn French. Ja, dieses Buch schneidet nicht so gut ab und ich glaube, das liegt einfach auch daran, die Leute gehen mit falschen Erwartungen ran. Ich wollte nur eins, hinten drauf steht nämlich, dass der Sohn in Oscar Wilde verliebt ist und sich auch leider so benimmt. Ich bin ein großer Oscar Wilde-Fan, ein großer Fan und deswegen musste ich einfach dieses Buch auch lesen. Das war eigentlich für mich der Grundgedanke, dieses Buch zur Hand zu nehmen. Alles andere konnte mich aber auch restlos überzeugen. Leider ist aber der Spannungsbogen bei diesem Buch nicht da. Also wer auf spannungsgeladene Bücher steht, wird hier nicht seinen Spaß haben. Das ist eine Familienkomödie. Das ist einfach nur witzig. Es lebt durch die Charaktere. Das ist, als wenn man die Leute dann auch irgendwann kennt. Es ist also so ein Roman. Ich bin ja eh nicht der Spannungsfan. Ich bin eher so der Fan, der starke Charaktere braucht. Und daher war dieses Buch genau richtig für mich. Aber auch dazu wird es noch einen Buchtipp geben. Aber ja, deswegen nichts weiter darüber.
Und kommen wir jetzt zu meinen Highlights. Ja, die Highlights waren diesmal wirkliche Highlights. Sie haben mich zum Lachen gebracht. Sie sind für mich absolute Empfehlungen. Und aufgepasst an alle Mütter da draußen, die auch Jungs haben im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. Das ist auch etwas, was Jungs sehr gut lesen können. Und ich denke, sie werden ihre Freude daran haben. Einmal von Jamie Thompson, Dark Lord. Da gibt es nicht zu lachen. Und da gab es aber ordentlich was zu lachen. Und ich bin total verliebt in dieses Buch. Und guck, es sind auch Illustrationen drin. Und diese Illustrationen sind so super süß. Und ja, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so niedlich aufgemacht, dass Jungs damit nichts würden anfangen können. Denn es gibt da auch mal so ein abgeschlagenes Händchen zum Beispiel. Ja, das nicht wirklich abgeschlagen ist. So weit seien die Mütter dann jetzt an dieser Stelle beruhigt. Es handelt von einem kleinen Jungen oder beziehungsweise einem großen, fürchterlichen Dark Lord. So etwas ähnliches wie Sauron bei Herr der Ringe oder man könnte sich auch Darth Vader so ein bisschen vorstellen. So irgendwie so ein Mix-Ding. Ja, und dieser Dark Lord kommt auf die Erde. Er wurde in den Körper eines kleinen Jungen geschleudert. Ja, und das bringt reichlich Katastrophen mit sich, wie man sich dann doch sicherlich denken kann. Mir hat es jedenfalls total Spaß gemacht. Ma hat es total Spaß gemacht. Es ist eine absolute Leseempfehlung für alle, die ein bisschen auf Comics stehen und halt auch auf diese Storylines. Es macht so viel Spaß. Ich will auch unbedingt noch den zweiten Band lesen, aber bis dahin muss ich mich ein bisschen gedulden, denn der kommt, da habe ich bei Arena nachgefragt, der kommt erst im Sommer nächsten Jahres. Ja, schade, aber bis dahin kann man es ja nochmal lesen, wenn man denn nicht so einen hohen Sub hätte wie ich. Naja, ein anderes Buch, was ich total toll fand und von dem ich jetzt auch schon Teil 3 auf dem Sub liegen habe, ist Wir werden von Kannibalen zum Essen eingeladen oder gegrillt. Von C. Alexander Landon. Ja, das ist für mich auch ein absolutes Lesehighlight gewesen. Auch dieses wieder, wie schon am Anfang gesagt, auch für Jungs geeignet. Es ist der zweite Teil der Jax-Reihe, so betitel ich das jetzt einfach mal. Und es geht um fernsehsüchtige Teens, die allerdings Forschungsreisende als Eltern haben. Diese Forschungsreisende nehmen ihre Kinder mit und sie wollen doch eigentlich nur vor dem Fernseher ein bisschen rumgammeln. Aber nein, sie müssen Abenteuer erleben. Fürchterlich, fürchterlich. An der Seite steht auch eine kleine Eidechse, Beverly. Und es ist einfach nur süß. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Also auch für alle, die Abenteuer lieben. Es hat einen ganz, ganz bezaubernden Schreibstil. Mal was ganz anderes. Es hat mein Humor. Ich weiß, Humor ist wirklich so eine Sache. Ich merke es auch bei den Rezensionen, wenn es um humorige Bücher geht, klaffen die Meinung so auseinander. Guckt, ob ihr eine Leseprobe oder sowas bekommt. Aber auch hier hinten, was da drauf immer steht, sagt schon einiges über den Autoren aus. Der Autor ist ein bisschen durchgeknallt und gerade das liebe ich. Also meine beiden fetten Empfehlungen für diesen Monat sind Dark Lord, da gibt es nicht zu lachen und wir werden nicht von Kannibalen zum Essen eingeladen. Beziehungsweise fangt nicht an mit dem zweiten Teil, denn das ist ja der zweite Teil. Fangt mit dem ersten an, wir werden nicht von Jax gefressen. Aber auch dazu findet ihr einen Buchtipp in der Infobox. Ja, den werde ich euch da verlinken. Und ich sage euch nur, diese Reihe lohnt sich, wenn ihr Kinderbücher mögt. Also ich bin sowas von begeistert. Das hat mir so viel Spaß gemacht. So, mein Flop des Monats. Leider. Ihr wisst es vielleicht, ich bin ein Fan der Plötzlich-Prinzessin-Reihe. Ich mag McCabot total gerne. Dieser Band konnte mich nicht überzeugen. Dieses Mal ging Mia mehr, wie schon bei Band, ich glaube, es war jetzt Band 6. Ich bin jetzt da ein bisschen schlecht informiert. Ich weiß es nicht, wie viele Bände ich schon gelesen habe, aber ich glaube, es ist Band 6. Mia habe ich ja immer gerne gemocht, außer in Band 4, da ging sie mir schon mal auf die Nerven. Hier ging sie mir jetzt richtig auf die Nerven. Ja, die Plötzlich-Prinzessin-Reihe kann ich aber trotzdem empfehlen. Ich mag die Charaktere, ich mag auch den Schreibstil von McCabot. Trotzdem, das war jetzt der zweite Band, der mich aus dieser Reihe nicht überzeugen kann, aber ich werde sie zu Ende führen. Ja, irgendwann, sobald mein Sub etwas abgearbeitet ist, werde ich mir hiervon jetzt auch den 7. holen und hoffen, dass Mia jetzt nicht wieder so schockierend naiv und blöde ist, wie in diesem Band.
Schade, schade. Ja, das war mein Lesemonat. Das waren meine Top-Flops und meine 2995 gelesenen Seiten. Ich freue mich auf den nächsten Lesemonat. Da habe ich zumindest schon mal einen Tipp für euch. Ein Buch, was mich jetzt wirklich begeistern konnte. Alles andere ist bei mir eher lauwarm. Also so, da muss jetzt noch was kommen in dem Lesemonat. Sonst bin ich etwas enttäuscht, aber keine Leseflaute bis jetzt. Das ist ja schon mal super. Ja, das wäre es jetzt. Ich will jetzt auch nicht so ein langes Outro machen. Das ist immer total langweilig, ich weiß. Deswegen sage ich jetzt einfach, bis zum nächsten Video. Habt Spaß am Lesen. Tschüss.